Boden ist wertvoll. Boden ist wunderbar. Natürlich, schließlich leben wir darauf. Und ist er fruchtbar, bringt er wunderbare Dinge hervor. Fruchtbarer Boden ist die Grundlage für das Essen auf unserem Teller. Aber die Anzahl der Teller wächst. Und immer mehr Menschen wollen mehr Fleisch essen. Ein Teil von dem, was vorher auf dem Teller landete, endet nun im Tank. All das braucht mehr fruchtbaren Boden. Fruchtbares Land wird immer knapper. Waren es 1960 für jeden Menschen auf der Welt noch fast ein halber Hektar, wird es 2020 nur noch ein Drittel davon sein. Deswegen wird zunehmend auch ungeeignetes Land als Ackerland genutzt. Und Landraub nimmt zu. Fruchtbarer Boden ist kostbar, aber statt sorgsam mit ihm umzugehen, pressen wir ihn aus. Aber die Übernutzung des Bodens oder die Kultivierung ungeeigneter Flächen ist verhängnisvoll. Sie führt zu Bodendegradation. Wir brauchen gesunde Böden, um Getreide und Holz zu produzieren, aber auch zur Speicherung und Reinigung von Wasser. Für wichtige Dienstleistungen von Natur und Umwelt. Manchmal wird Boden aus Unwissenheit zerstört. Manchmal auch, weil Armut den Menschen keine andere Wahl lässt. Landdegradierung hat viele Ursachen. Die Abholzung von Wäldern, Überweidung, Monokulturen, Bodenversalzung, übermäßiger Einsatz von Dünger und Chemikalien oder Landwirtschaft an Hängen, die zu Bodenerosion führt. Und vergessen wir nicht den Klimawandel, der für veränderte Regen- und Trockenperioden sorgt. Bodendegradierung wiederum verschärft auch den Klimawandel, denn degradierter Boden kann weniger CO2 binden. Warum ist dies ein Problem? Weil es rund 2000 Jahre dauert, bis 10 cm Boden entstehen. Eine lange Zeit. Boden ist im Grunde eine endliche Ressource, deren Verschwendung uns teuer zu stehen kommt. Ein Beispiel. Niger verliert etwa 8% seines Bruttoinlandproduktes durch Überweidung und Versalzung von Böden. Durch nachhaltiges Landmanagement könnte man sich 2/3 dieser Kosten sparen. Auch global gesehen ist Bodendegradierung eine teure Angelegenheit. Schon heute kostet sie jeden Menschen auf der Erde rund 50 Euro im Jahr. Weltweit sind das 370 Milliarden Euro. Hinzu kommen Folgekosten durch ökologische oder humanitäre Katastrophen wie Wasserknappheit, Ernteausfälle oder Staubstürme. Denn diese führen zu Gesundheitsschäden, Flucht und Hungersnöten und letztlich zu Konflikten. Wie können wir das verhindern? Wir müssen uns bewusst machen, was es uns kostet, wenn wir nichts tun. Das ist ziemlich schwierig zu berechnen. Aber nur wenn wir uns diese Kosten vergegenwärtigen, schaffen wir eine Grundlage für richtige Entscheidungen. Dazu müssen wir den Wert der Leistungen des Bodens und die Kosten der Landdegradierung bestimmen. Damit wird klar, dass wir unseren Umgang mit dem Boden ändern müssen. Deswegen haben wir die Initiative Economics of Land Degradation, kurz ELD, ins Leben gerufen. Indem wir in einer globalen Initiative Wissenschaftler, Entscheidungsträger aus Politik, Industrie und Landbesitzer zusammenbringen, möchten wir mehr über die tatsächlichen Kosten von Landdegradierung erfahren. Was kostet uns Tatenlosigkeit? Welche Vorteile hätte demgegenüber ein nachhaltiges Landmanagement? Was ist zu tun? Landdegradierung muss gestoppt werden. Die realen Kosten müssen bekannt gemacht werden und dieses Wissen muss in Entscheidungen einfließen. Nachhaltiges Landmanagement ist nicht kostenlos, aber langfristig ist es die günstigere Option. Und der einzige Weg, eine der wertvollsten Ressourcen der Menschheit zu bewahren: den wunderbaren, fruchtbaren Boden.